Diesmal bei näher dran. Es geht um den Waldbrand an der Rax, der uns alle in Atem hält. Außerdem, das Land Niederösterreich hat kein Geld mehr. Und es geht um Wild am Teller und auf den Straßen. Jetzt. Näher dran, die Niederösterreich News Show mit Christian Trinkel. Herzlich willkommen bei Näher dran, diesmal stehend und ein bisschen in anderem Setting, denn unser Näher dran Studio wird gerade ein bisschen aufgemöbelt und renoviert. Darum begrüße ich euch recht herzlich in dieser Location. Und auch in dieser Woche beschäftigt uns leider Österreichs größter Waldbrand noch immer. Es brennt und zwar am Mittagstein gegenüber der Rax. Er gilt eben als größter Waldbrand Österreichs mittlerweile. Ununterbrochen werden die Löscheinsätze geflogen. Über 1 Million Liter Wasser wird mittlerweile pro Tag abgeworfen. Durch Hubschrauber, Blackhawks zum Beispiel, aber mittlerweile auch durch viele Flugzeuge. Es ist beunruhigend und gleichzeitig beeindruckend, die Bilder, die uns von dort erreichen. Untertags sind teils bis zu 400 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen dort im Einsatz. Und seit über einer Woche beobachtet das Ganze für uns unser Kollege Thomas Sandrocek. Er ist Reporter der Regionalmedien Niederösterreich direkt vor Ort und hat für euch ein paar spannende Videoimpressionen mitgebracht. Wir sind jetzt am Fuße vom Mittagstein. Es raucht noch immer, man riecht schon Glocknitz. Wie viele Leute sind jetzt im Einsatz gewesen aktuell? Ja, am Tag meistens 300 bis 350 sogar mal zu Spitzenzeiten. In der Nacht sind 200 Einsatzkräfte vor Ort, die den Brandwachen halten an den Rändern des Brandherdes. Die Lage ist nicht unter Kontrolle, hört man immer wieder. Gibt es einen Zeithorizont, bis wann man das Ganze eindämmen kann soweit? Wir haben die Lage, also es konnte eingedämmt werden auf die 115 Hektar, aber in den 115 Hektar ist es nicht unter Kontrolle, weil immer noch Brandnester aufglühen. Und ja, heute sind wieder Hubschrauber unterwegs, also jetzt in der Früh mal 4. Am Tag werden es mehr werden. Wir haben wahrscheinlich wieder 2 große Blackhawks, die 3000 Liter Wasser pro Flug über den Wald sprühen und die bringen schon das weiter, aber in der Nacht ist Wind angesagt und darum ist es ganz eine schwierige Situation. Ja, geschätzte Damen und Herren der Presse, die Lage findet heute so statt, dass wir das Ausbreiten des Waldbrandes hier verhindern konnten durch das Schlagen von Schneisen gestern, aber wir sind noch weit entfernt, damit wir den Waldbrand ablöschen können. Es ist auch darum, dass genug Fluggeräte hier sind, um den reibungslosen Ablauf zu gewähren. Ich will kurz wissen, wer jetzt sagt, der Brand im Hirschfang ist der größte, der jemals war, der Waldbrand. Wie war denn der Brand am Schneeberg damals? Ja, der war flächenmäßig aufgeteilt, war natürlich kleiner, aber war sehr schwierig zum Hochen über die Zeit. Teilweise Einsatzleiter am Hengst kaum und wir haben auch tagelang gekämpft mit dem Feuer, mit Wind aufgekommen. Aber man hat keiner zufahren, es war ein Fortschritt dort und nachdem es zwei Teile waren, war der sicher kleiner als wir da hängen. Wir bleiben für euch natürlich dran. Die jeweils aktuellen Informationen von jedem Tag findet ihr bei uns online auf meinbezirk.at. Wir kommen zur Landespolitik und einer Premiere für Niederösterreich. Das erste Doppelbudget überhaupt, also was wir im Bund gewohnt sind, dass auf 2 Jahre berechnet wird, wie viel Geld wir einnehmen und ausgeben, gibt es jetzt erst durch eine Änderung der Landesverfassung auch in Niederösterreich. Und die Zahlen sind durchaus bemerkenswert. Es steht ein fettes Minus in den kommenden 2 Jahren unterm Strich. Nächstes Jahr wird geplant mit über 500 Millionen Euro Minus, im Jahr darauf immerhin noch 338 Millionen Euro. Erst 2026 soll das Land Niederösterreich wieder bei der schwarzen Null angekommen sein. Damit einher geht auch eine Umschichtung innerhalb des Haushaltes. Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko sagt dazu, wir werden uns auf die Menschen im Land konzentrieren und dafür weniger in Infrastruktur investieren. Wir investieren viel Geld in Soziales, Gesundheit und Familien und arbeiten gleichzeitig an der Mobilitätswende im Land weiter, die ja gerade erst beginnt, sage ich einmal, mit dem aktuellen Klimaticket. Mehr Informationen zum Doppelbudget online auf meinbezirk.at/nö. Wir wechseln in die Bezirke. Was hat uns letzte Woche und auch in dieser Woche nach dem Feiertag beschäftigt? Auf den Straßen geht es wild zu, genauso wie auf den Tellern. Was am Wirtshaus ganz gut ist, ist, wenn ihr in der Früh mit dem Auto unterwegs seid, oft ein bisschen schreckhaft, wenn auf einmal ein Reh daherhüpft. Es ist zeitweise sehr gefährlich. Die Bezirksblätter, Ausgaben und online auf meinbezirk.at beschäftigen sich eben mit der Gefahr des Wildwechsels. Wie oft kracht es wirklich und vor allem, was tun,
im Fall des Falles, wenn es mal wirklich so weit kommt, Tipps und Tricks, so ist es richtig, jetzt in den Bezirksblätterausgaben und auf meinbezirk.at. In Gänserndorf beschäftigen wir uns mit dem Thema, was gerade in ländlichen Regionen immer mehr um sich greift. Es besteht die Möglichkeit, 24 Stunden am Tag einkaufen zu gehen. Allerdings keine Verkäuferin, kein Verkäufer steht mehr dort, sondern ein Automat. Allein im Bezirk Gänserndorf gibt es mittlerweile 22 dieser Standorte, wo ihr quasi rund um die Uhr einkaufen könnt. Wo genau? Das findet ihr diese Woche bei uns. In Hollabrunn wiederum eskaliert gerade ein Streit ums stille Häuschen. Wir titeln, neues WC kommt für die SPÖ zu spät. Gemeint ist nicht, dass die gerade alles zusammenzwicken, sondern die SPÖ möchte gern, dass das Klo ein sehr modernes, öffentliches, stilles Häuschen so schnell wie möglich eröffnet wird. Allerdings auch dort ist das Geld knapp. Die anderen Parteien sind erst für 2024. Da heißt es also noch ein bisschen zusammenhalten. Und der größte Kürbis des Landes, gerade jetzt Kürbiszeit, auch noch nach Halloween, ist in Tulln prämiert worden. Und ihr seht es jetzt auf diesem Foto, der größte Kürbis kommt aus Kärnten, aus Hattendorf. Herzlichen Glückwunsch, und da gängen sich schon, keine Ahnung, 500 Erbsensuppen, Kürbissuppen drüber aus. Am Schluss noch eine Mitteilung in eigener Sache. Euch ist es vielleicht schon aufgefallen, in der letzten Woche, als ihr die Bezirksblätter aus eurem Postkasten geholt habt, das schaut jetzt ein bisschen anders aus. Aus Blau ist Rot geworden und unsere Titelseite kommt auch in neuer Optik daher. Sie ist jetzt mehr angelehnt an unserer Internetseite meinbezirk.at. Es soll ein bisschen luftiger, ein bisschen lockerer, etwas moderner sein und den wichtigen Informationen noch mehr Platz geben. Am augenscheinlichsten ist aber eben der Farbwechsel. Was wir alle über viele Jahre liebgewonnen haben, ist jetzt anders. Wir setzen jetzt auf ein starkes Rot. Das hat auch einen Hintergrund, und zwar den, dass wir mit unseren Schwesternmedien, uns gibt es ja in jedem Bundesland und in jedem Bezirk Österreichs, näher zusammenrücken und dieser gemeinschaftliche Auftritt, die gemeinsame Farbe, uns als Familie stärken soll. Neu ist auch die Sonne der Regionalmedien Niederösterreich, die uns auch über alle Grenzen hinweg verbindet. So findet ihr das Ganze natürlich auch online auf meinbezirk.at und mittlerweile, da freuen wir uns sehr drüber, auch als Fernsehwerbung im Radio und natürlich auf eurem Weg in die Arbeit, am Weg zum Feuerwehrfest oder am Weg zur Freundin auf Plakaten im ganzen Land. Also das neue starke Rot ist jetzt das Rot der Bezirksblätter, das Rot der Regionalmedien Niederösterreich, wird euch hoffentlich noch öfters auffallen und euch noch mehr dazu motivieren, online mitzulesen oder auch in der gedruckten Form nach wie vor jede Woche. Im Hintergrund alles gleich, die Menschen sind die gleichen, die Inhalte bleiben die gleichen und wir schreiben weiterhin herzlich gerne genau über das, was euch vor Ort bewegt. Das soll auch unser neuer Claim ausdrücken, aus Liebe zur Region. Über euer Feedback freuen wir uns. Wir freuen uns auch, wenn ihr das Rot sehr bald im Briefkasten automatisch erkennt und uns weiter gewogen bleibt. Das war diese Folge von Näher dran und wir hoffen, dass das Studio bis nächste Woche fertig ist, ein bisschen neu erstrahlt und dann sind wir wieder wie gewohnt für euch da. Habt eine schöne Woche, danke fürs Zuschauen. Für euch. Näher dran, die News-Show der Bezirksblätter Niederösterreich. Alle Folgen findest du auf näherdran.tv.